Andals-Info aus der Gmoor. Hallo und herzlich miteinander, Andals-Info aus der Gmoor, Januar-Ausgabe, ja. Ihr seht es in meinem Studio, ist ein bisschen kalt, man kann nicht atmen sehen. Aber hilft nichts für euch, hocke mich gerne drauf. Als allererstes ein gutes Neues. Wir haben Sitzung gehabt, war halt nicht so lang, aber trotzdem interessant. Als allererstes war eine Mitarbeiterin vom Landratsamt da, die sich um die Familienförderung kümmert. Und die hat uns da quasi einen Vortrag gehalten, was da alles möglich ist. Da haben etliche Sachen sollen da aufgebaut werden. Da haben Fördertöpfe da. Teilweise, wenn man da Personal hat, das sich um die Familien kümmert. Und da redet man wirklich von alle möglichen Schichten, nicht irgendwie sozialen Problempunkte, sondern wirklich über alle Schichten hinweg kann man da Vorträge machen und so weiter und so fort. Und die Frau vom Landratsamt hat den Vortrag das erste Mal vor einem Gemeinderat im Landkreis gehalten. Das heißt, wir haben ganz vorne dabei. Das ist, glaube ich, auch unserer Maria zu verdanken, die da ihr Netzwerk spielen hat lassen, die da gut vernetzt ist. Finden wir sehr gut. Und schauen wir, was da rauskommt. Das hat keinen Beschluss gegeben. Deswegen gehe ich jetzt auch gar nicht ins Detail. Das hört sich irgendwann anders in der Sendung, wenn das Thema weitergeht. Wir haben auf jeden Fall dran. Dann ist es um die Helfer vor Ort gegangen. Die machen ja quasi die Hilfe, wenn ihr einen medizinischen Notfall habt. Ihr wisst ja, die Situation im Landkreis ist nicht so einfach mit den ganzen Kliniken und so weiter. Und dass da wirklich schnell jemand bei uns ist, die haben eigentlich in Dingerauf stationiert, aber da viele Stammheimer Helfer, also sogar die mehreren, ich glaube von 15 Helfern, haben 13er Stammheim, steht das Fahrzeug auch oft im Stammheim und kann im Notfall ruckt das aus und die ruckt auch relativ oft aus. Wir reden von 450 Einsätzen im Jahr und die müssen sich selber finanziell tragen. Also haben wir was dazugegeben, dass es auf jeden Fall weitergeht. Wir haben uns geeinigt, dass wir pro Mitbürger einen Euro bezahlen. Das sind 4.362 Euro, das ist die aktuelle Zahl. Und ich glaube, gut angelegtes Geld. Dann Erlass einer Sondernutzungssatzung. Ja, was ist das? Das ist das, was ihr im Startbild gesehen habt, mit dem keine Plakate mehr in Stammheim. Habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben an der Stelle, aber wo kommt das her? Das haben wir in der Klausur ausgearbeitet. Man möchte damit vermeiden, dass die Ortschaft vor irgendwelchen Wahlen so zugemüllt wird. Und auch, dass dieses Wettrüsten unter die Parteien wie mit den ganzen Plakaten, dass es das einfach weniger wird. Jetzt ist ganz klar geregelt, bevor so eine Wahl darf jede Partei 12 kleine Plakate aufhängen, 2 Bauzahnbanner und die großen Plakate, was man da, und das ist, steht da alles drin. Und die Gruppierungen müssen sich auch dran halten. Wenn jetzt die mehrere machen dann und man stellt das fest, dann werden die aufgefordert, wieder was abzubauen. Und wenn sie es nicht machen, dann lassen sie es mir durch die Gemeinde machen und stellen es denen in Rechnung. Also da werden, sollen die ein bisschen erzogen werden. Hilft der Umwelt, hilft euch, dass die Ortschaft nicht ganz so nur vom Wahlplakatzeug voll ist. Und wenn die 6 Wochen lang hängen dürfen, die Plakate, dann wird schon jeder mal an so einem Ding vorbeikommen und schauen, was da wählbar ist. Dann kommen wir zu Informationen und Anfragen. Ich bin schon ein paar Mal angeredet worden, warum wir denn im Bauamt schon wieder eine Stelle ausschreiben. Es hat folgenden Grund, wir haben einen Abgang im Sekretariat und deshalb macht die Frau Hennes, die vorher im Bauamt war, macht jetzt diesen Job mit. Die möchte da anscheinend auch bleiben und deswegen suchen wir für das Bauamt jemand Neues. Wenn ihr jemand wisst, schaut einfach, die Infos sind auf der Gemeinde-Homepage. Dann Wasserbescheide, die hätten vor Weihnachten ausgesucht, die wurden auch generiert, wurden zur Post geschickt, die denen die frankieren und verschicken. Und da ist auch eine Bestätigung der Post da, dass die erhalten haben und frankiert haben, aber dann haben die irgendwo hausintern unter eigenen Firmen verloren gegangen. Ja, dann hat die Gemeinde nochmal selbst ausgedruckt und in der Ortschaft verteilt. Jetzt waren die natürlich verzögert da und am 27.12. haben die Gebühren einbezogen worden, da haben die meisten noch gar keinen Bescheid nicht gehabt. Ist unglücklich gelaufen. Das nächste war dann die Wasserablesekarte, die dann auch irgendwann gekommen ist, dass man zum Jahreswechsel das Wasser ablesen soll. Da hat der QR-Code nicht funktioniert. Ja, da hat unser EDV-Dienstleister versagt. Das hat auch nicht die Gemeinde selber gemacht. Also das wurde heute nochmal klargestellt. Bitte seht es uns noch. Sie kennen nichts dafür. Es war halt einfach Pech gehabt. Ja, noch gute Nachrichten oder fast gute. Am Kirchenweg da, die Treppen nach, hätte jetzt endlich angefangen werden sollen, die Baufirma war da, aber jetzt ist halt einfach Frost. Jetzt haben sie gesagt, jetzt müssen sie noch ein, zwei Wochen warten, bis der Frost rausgeht. Also in der KW 3 oder 4 geht es dann los und wird es endlich barrierefrei gemacht. Ja, schauen wir, wie es wird. Ich bin ganz erwartungsvoll. Passt, das war's für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Andal, merci. Servus.